Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es nochmal um das Thema Synchronmaschine gehen. Es gibt schon ein allgemeines Video dazu und auch nochmal ein Video, in dem wir genau darauf eingehen, was der motorische und der generatorische Betrieb ist, sowie überregte und untererregte Betrieb. Heute wollen wir uns nochmal mit drei besonderen Fällen im Zeigerdiagramm beschäftigen, nämlich mit den Komponenten Richtung Rotormagnetfeld und Richtung Pollücke. Da gibt es nämlich unterschiedliche Fälle. Wir betrachten das Ganze aber nur im generatorischen Betrieb und im übererregten Betrieb, weil das würde sonst den Rahmen sprengen, da würden wir immer mehr Kombinationen tatsächlich erstellen können. Deswegen beschränken wir uns heute mal auf den generatorischen und den übererregten Betrieb. Wie gesagt, es gibt noch untererregten generatorischen und halt motorisch auch nochmal über- und untererregten Betrieb. Die sind im anderen Video abgedeckt. Hier soll es jetzt einfach nur um die drei Fälle gehen. Was passiert denn tatsächlich, wenn das Rotormagnetfeld oder die Komponente des Rotormagnetfelds größer ist als die der Pollücke und umgekehrt, sowie wenn die identisch groß sind? Würden wir mit dem ersten Fall, denke ich mal, anfangen, den haben wir auch schon mal skizziert in dem allgemeinen Video, auch gerade zum generatorischen überregten Betrieb, weil der eben der Sonderfall ist, der tatsächlich auch relativ häufig in der Uni vorkommt, weil er eben am leichtesten noch zu zeichnen ist. Und zwar ist das der Turboläuferfall, das ist der Fall, in dem eben die Komponente des Magnetfeldes, also die Synchronreaktanz, die wir halt eben haben, setzt sich ja zusammen aus der Komponente der Synchronreaktanz in Richtung Rotorfeld und der in Richtung Pollücke. Und wenn die eben genau gleich groß sind, XD und XQ, womit dann auch XS eben gleich groß ist, dann folgt halt eben der Turboläuferfall. Also wenn diese Gleichung gilt, ist Turboläuferfall, kann man auch immer direkt sehen, okay, wenn in der Aufgabe steht, eine Turboläufer-Synchronmaschine, weiß man direkt, ah ja, die Gleichung gilt. Und dann ist es halt eben relativ einfach, das Ganze zu zeichnen, weil wir halt eben keine Addition oder Subtraktion durch diese unterschiedlichen Reaktanzen vorhanden haben. Was wir dann eben haben, ist, wir können dann immer wieder in unser Imaginär- und Realteil, also ich zeichne es vielleicht mal hier gerade ein, wir haben jetzt hier Realteil und Imaginärteil immer als Achse, ich zeichne die nicht immer ein, sonst wird das ein bisschen unübersichtlich, aber wir haben unsere US als Spannung, unsere Statorspannung tatsächlich, unsere Netzspannung, unseren Strom IS wieder im generatorischen Fall, liegt der rechts davon, von der Spannung US, und von dort aus kann man ja wieder die Erweiterung machen und dann auf 90 Grad eben absetzen, also solange hier 90 Grad sind, stimmt die Linie. Und von dort aus können wir halt eben jetzt eintragen JXS mal IS, die Länge. Das sind jetzt alles ohne Zahlen natürlich in einem Beispiel, in der richtigen Aufgabe, die wir auch gerechnet haben, könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen in der Infobox. Da wird das Ganze mal mit Zahlen auseinandergepflückt und auch mathematisch nochmal genauer ausgerechnet. Hier geht es jetzt nur um die Fälle, wie sieht das Ganze aus. Aber wenn man dann um diesen 90-Grad-Winkel eben das JXS-IS einträgt, dann kommt halt eben als Addition von den beiden die Polradspannung raus, die wir hier sehen können. Und wir sehen schon, okay, da ist jetzt gar nichts eingetragen von wegen XD und XQ, ist auch richtig so, weil wir haben nur das XS, weil die, wenn die identisch sind, keine Subtraktion oder Addition mehr hinzufügen. Würden wir jetzt tatsächlich noch einen größeren Anteil vom Rotormagnetfeld oder von der Pollücke haben, würde sich entweder halt ein Teil nach oben länger dazu addieren oder ein Teil nach unten weiter abziehen für die Polradspannung. Also die Polradspannung würde eben größer oder kleiner werden durch diesen Teil, der eben dominiert. Sehen wir gleich aber nochmal in den Beispielen. Hier gilt auch wieder, muss man immer dran denken, Phi ist hier als Winkel und der Polradwinkel Theta ist eben hier aufgetragen. Also Theta von US nach UP bei uns als Definition und Phi von IS nach US aufgetragen. Genau. Was wir dann als nächstes oder, denke ich mal, als interessanteren Fall haben, ist, dass XD größer XQ ist. Das heißt, die Richtungskomponente vom Rotormagnetfeld ist in dem Fall größer als die von der in Richtung Pollücke. Und wenn das eben der Fall ist, dann erhöht sich die Polradspannung. Das sieht man besser genau an dem Fall. Ich kann es jetzt vielleicht mal gerade auch einzeichnen. Dass wir halt eben als Fall, den wir hier aufzeichnen, wieder unseren gleichen Fall haben. Also wir haben jetzt wieder unser US als Netzspannung aufgetragen. Die kann man immer ohne Probleme auftragen. Und dann können wir eben hier auftragen den Strom wieder, so wie auch im vorherigen Fall. Ich mache es mal einfach IS. Und dieser Strom IS, der setzt sich halt zusammen aus zwei Komponenten, eben aus einer Q- und einer D-Komponente. Und die D-Komponente, die ist halt eben, ist wahrscheinlich gleich leichter einzutragen, aber ich kann sie ruhig jetzt auch schon mal eintragen. Die setzt sich halt eben so zusammen, dass wir hier ID haben und hier IQ haben als Komponente. Wie die Winkel jetzt von ID und IQ sind, sehen wir gleich nochmal genauer. Das folgt nämlich gleich aus der weiteren Zeichnung. Was wir halt auf jeden Fall immer eintragen können, ist unser IS. Also unser IS, was wir haben, ist ja unser Strom, der quasi durch die Synchronreaktanz fließt. Und da wieder um 90 Grad erweitern, die Regel gilt immer. Wenn wir das um 90 Grad erweitert haben, können wir jetzt erweitern mit
dem Pfeil wieder JXSIS tatsächlich. Es ist in dem Fall nur nicht XS, sondern da muss man dran denken, dass jetzt auf der Achse aufgetragen ist JXQ mal IS. Das bedeutet, hier wird erweitert um JXQ mal IS, wenn wir das auftragen wollen. Und was man auch auftragen kann, ist, wir würden ja theoretisch eine Polradspannung haben, die jetzt irgendwie hier in die Richtung nach oben geht. Wir wissen noch nicht genau wie. Also wir können sie tatsächlich schon eintragen bis zu dem Punkt JXQIS, aber sie wird noch ein Stück weiter gehen, nämlich um die Länge JXD mal ID. Das heißt, hier an der Stelle setzt nochmal ein Pfeil an, der ist JXD mal ID lang und der erweitert die Polradspannung tatsächlich um ein längeres Stück. Vorher hat sie ja genau hier auf der Spitze aufgehört, also um JXD mal ID wird die nochmal erweitert und damit haben wir hier unsere Polradspannung. Was noch als zusätzliche Größe eintragbar ist, ist hier an der Stelle diese Länge, die wir hier als Abstand haben. Und diese Größe ist JXD mal ID. JXQ mal IQ an der Stelle. Und dementsprechend haben wir auch alle Längen tatsächlich benannt in dem Fall. Jetzt kann man sich nochmal Gedanken machen, warum teilt sich der Strom IS hier am Anfang in ein ID und ein IQ-Teil auf. Das liegt eben genau daran, oder beziehungsweise wie sind die Winkel von dem ID und IQ-Teil. Das kann man eben genau daran sehen, dass wir hier irgendeine Reaktanz multiplizieren mit IQ mal J. Wenn wir ein J dran multiplizieren, muss es 90 Grad verschoben sein. Das heißt, wenn diese Linie hier in dieser Länge geht, also in diese Ausrichtung hier geht, 90 Grad dazu ist der IQ-Anteil und dementsprechend ist das hier 90 Grad zu der Linie. Und analog können wir uns das auch mit ID denken, und zwar von JID hier oben. J mal ID muss genau 90 Grad ID von abgehen. Bedeutet, das J verschiebt ja das ID um 90 Grad. Das heißt, zu dieser UP-Linie, die wir haben, muss 90 Grad verschoben das ID legen. Und dementsprechend ist dieser Winkel hier 90 Grad lang. Also den Winkel, den wir zwischen ID und UP haben. Das ist auch relativ leicht herleitbar, denke ich. Auch hier gilt wieder, wir haben unser Phi eingetragen von IS nach US und unser Theta von US nach UP eingetragen. Dementsprechend können wir hier sehen, okay, wir haben tatsächlich in dem Fall, wo das rote Magnetfeld die Richtung in Pollücke dominiert, einfach eine Verlängerung unserer Polradspannung. Analog gilt das Ganze nochmal für den Fall, dass es genau umgekehrt ist, also dass die Richtung der Pollücke dominiert, nur dass wir dann halt eben eine Reduktion haben, also eben keine Erweiterung, sondern eine, ich sag mal, Verminderung der Polradspannung, die ist dann nicht ganz so lang, wie JXQ mal IS. Und da können wir auch wieder genau gleich anfangen, man trägt sich wieder sein US auf und auch wieder sein IS, kann das später auch wieder in Längen teilen. Wenn man das aufgetragen hat, wieder der 90-Grad-Fall. Und von dem 90-Grad-Fall kann man jetzt einen Pfeil zeichnen. Dieser Pfeil ist jetzt wieder JXS, das ist hier immer XQ, Entschuldigung, mal IS. Das heißt, das bleibt identisch. Diese Komponente, die wir haben, ist immer JXQ mal IS, auch tatsächlich im Turboläuferfall. Nur da gilt halt eben, dass XQIS XS ist. Dementsprechend kann man hier auch einfach mit XS arbeiten statt XQ. Aber tatsächlich ist diese Länge einfach immer XQ mal IS. Wenn man es sich so merken will, ist es halt auch eben relativ leicht oder leichter zu merken. Was wir dann machen können, ist ein Pfeil berechnen. Also wir können zum einen wieder berechnen, wie groß ist denn jetzt JXQ mal IQ als Pfeil und den ansetzen. Also was wir schon wissen ist, dass auf dieser Länge hier irgendwo unsere Polradspannung liegt. Was wir dann machen können ist, 90 Grad zu dieser Polradspannung muss unser Pfeil, den wir auch hier oben haben, dieses JXQ mal IQ anliegen. Und der muss von dieser Richtung hier 90 Grad abgehen und in diesem Punkt hier landen. Damit kann man den ganz bestimmt einzeichnen. Also man kann genau den Ort einzeichnen, wo er liegt. Wir haben also wieder JXQ mal IQ. Und was wir halt jetzt haben, ist, dass unsere Polradspannung genau bis zu der Stelle geht, wo von diesem Punkt hier angesetzt die Länge JXD mal ID abgeht. Das heißt, hier haben wir einen Pfeil, der heißt JXD mal ID. Und bis zu der Länge, also von dem Punkt hier bis zu dieser Länge, geht unsere Polradspannung in dem Fall. Das heißt, wir könnten hier tatsächlich bis hierhin unsere Polradspannung UP einzeichnen und sehen, okay, die ist vermindert, die geht nicht ganz bis JXQIS. Also wir sehen, im Turboläuferfall geht sie genau bis JXQIS. Hier geht sie nicht ganz bis JXQIS und hier geht sie über JXQIS. Dementsprechend haben wir alle drei Fälle und sehen, okay, in einem ist es vermindert, in einem ist es erhöht und im letzten Fall passt es genau.
Was man sich halt hier nur klar werden muss, ist immer die Reihenfolge, in der man vorgeht. Also hier, wie gesagt, das JXQIS erst einzeichnen, dann kann man sich die Pünktchen malen, auf der UP verläuft. Dann kann man von dieser gerade UP, auf der es verläuft, eben durch die definiert hat, dass hier 90 Grad zwischen anliegen müssen, diesen Strich mit JXQIQ einzeichnen und kann dann dort von diesem Punkt eben JXDID einzeichnen und dann die Polarspannung komplett berechnen oder einzeichnen. Auch hier könnte man sich jetzt wieder eintragen, okay, im 90 Grad Winkel zu JXDID, was ja eben hier auf diesem Winkel verläuft, muss eben ID verlaufen, weil J das ID um 90 Grad dreht. Das heißt, wir würden jetzt irgendwie so ein ID in diese Richtung haben, dass das hier eben 90 Grad wieder sind und eben ein XQ in die Richtung haben, ein IQ, ein ID, dass wir eben das IQ eben 90 Grad gedreht haben zu JIQ, was ja eben hier anliegt. Das heißt, dieser Winkel und dieser Winkel sind 90 Grad zueinander. Ist jetzt vielleicht nur ein Augenmaß nicht ganz richtig gezeichnet, aber ich denke verständlich. Dann haben wir hier noch Phi und zum Schluss hier an der Stelle eben noch unser Theta anliegen, was ja wie immer gilt. Und haben dann im Endeffekt unser gesamtes Zeigerdiagramm gemalt. Ich hoffe, dass der Aufbau relativ verständlich war davon, weil jetzt, wenn man das Endbild anguckt, also zum Ende des Videos sollte man nicht direkt skippen, ist es natürlich schon etwas unübersichtlich geworden durch das ganze Eintragen der Winkel vor allem. Aber wenn man sich das peu à peu überlegt und anschaut, ist es, denke ich, verständlich. Falls es bis dahin nicht verständlich war, vielleicht einfach neben dem Video mal mit einem kleineren Stift, das mal mit dem Filzstift, mitzeichnen und überlegen, okay, wie malt der jetzt welche Richtung lang. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mal Fragen in die Kommentare stellen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es gibt weitere Videos zu dem Thema unten nochmal in der Infobox verlinkt. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Tschüss!